Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 8. August 2018? Ich habe schon verkündet, dass in Zukunft hier bei Tageshoroskopen läuft die indische Astrologie. Ich berechne die Horoskopen anders. Ich berechne so, wie die indischen Astrologen das berechnen und ich vergleiche das auch mit Astronomie und das ist für mich übereinstimmend. Also andere Berechnung, andere Ergebnis, nicht wundern, wenn ich hier etwas vermitteln, wie bewegen Sonne, Mond und die Planeten, dass das anderes ist, als in westlichen Astrologie der Fall ist. Nach indischen Berechnung befindet sich die Sonne noch in Tierkreiszeichen Krebs und das heißt, bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Mond hat eine abnehmende Mondphase und nach indischen Berechnung bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat einen Einfluss von Mondhaus Mruga, heißt dieses Mondhaus. Und auf diesem Mondhaus Mruga ist ein Einfluss von Sternbild Orion. In unseren westlichen Kulturen, so wie die griechische Mythologie das auch beschreibt, das ist der himmlische Jäger Orion und dieser Orion hat auch zwei Jagdhunde und sie zeigen in eine Richtung und das ist nichts anderes als der Nordpol in Sternbild kleinen Bär, also zielgerichtet. Bei indischen Astrologie sehen in diesem Sternbild ein Rehkopf und symbolisiert auch dieses Mondhaus. Und die Aussage ist aber ähnlich, als die griechische Mythologie das auch beschreibt. Wir sollen heute zielgerichtet sein, konzentriert bleiben. Und das ist auch wichtig heute, die Wahrheit zu erfahren, weil die Wahrheit liegt noch im Verborgenen und die Bedürfnis nach ins Licht zu bringen. Die Sonne nach indischen Berechnung befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und hier wirkt auch ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Ashlesha und das Symbol ist zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht alles nach unten und mit Angst verbunden ist und die andere Schlange dreht sich in andere Richtung, bewegt sich in eine andere Richtung und bringt alles nach oben, befreit von etwas. Das symbolisiert auch die Kundalini-Energie. Die Mondhaus sagt aus, vereinigen, trennen, vereinigen, trennen. Und da sollen wir drauf achten. Und die Sonne, natürlich das Licht, und das sollen wir auch klar und deutlich erkennen, wovon sollen wir trennen. Das sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, aber auch Einstellungen oder Kontakten, all das, was uns stört. Und wir sollen all das befestigen, was uns Glück bringt und wo wir zufrieden sind, wo wir befreit fühlen, was uns wichtig ist. Und das klar und deutlich erkennen und sehen. Das ist die Sonnenkraft. Und wie sind die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und Planeten? Mond steht in einer Spannung zum Venus. Und das betrifft die Liebe, Partnerschaft, obwohl Venus einen schönen Einfluss von Mars bekommt. Das heißt, grundsätzlich ist Glück in die Liebe, Partnerschaft. Venus in Tierkreiszeichen Jungfrau, Mars in Tierkreiszeichen Steinbock steht im Harmonie, verbinden sich zwei Erdeelemente. Mars ist rückläufig, das kann mit Vergangenheit etwas zu tun, eine Versöhnung oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Aber die Mondenergie stört ein bisschen, da entsteht eine gewisse Spannung. Es ist nicht klug heute über Gefühle sprechen oder verlangen, dass der andere plötzlich sich öffnet und über Gefühle spricht. Es ist nicht der richtige Augenblick dafür.
Das habe ich erwähnt, dass Mars und Venus eine schöne Verbindung hat und das ist natürlich Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sonne und Jupiter steht auch in Verbindung. Sonne in Tierkreiszeichen Krebs, Jupiter in Tierkreiszeichen Waage und ist schon direkt läufig. Also geht alles voran, gibt's Glück, Chancen, Möglichkeiten für die Waagegeborenen. Aber Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und mit diesem Spannung, Sonne-Jupiter-Spannung, heißt es, dass in einer rechtlichen Lage gerade schwierig ist, klar und deutlich etwas erkennen, sehen oder das Recht zu bekommen. Sonne symbolisiert auch der Chef oder der Vater. Da kann auch eine gewisse Spannung da sein. Mond und Saturn steht auch in Verbindung und sie liegen gegenüber. Mond in Tierkreiszeichen Zwillinge, Saturn in Tierkreiszeichen Schütze. Ich muss dazu sagen, das ist die indische Berechnung. In westlicher Astrologie wird das anderes dargestellt. Aber ich bleibe bei indischen Astrologie. Das heißt, Mond und Saturn stehen gegenüber. Natürlich, da ist wichtig, die Gleichgewicht zu halten. Also auf die Gefühle achten, weil Mond symbolisiert die Gefühle. Die Gefühle wohl ernst nehmen und nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern im Mitte finden. Und das heißt, nicht zu viel über Gefühle sprechen. Oder wenn wir Wut verspüren, nicht sofort reagieren, sondern erstmal zur Ruhe kommen. Sonst entsteht eine gewisse Spannung. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf und das bedeutet natürlich für die Krebsgeborenen sehen, gesehen werden oder die Suche nach Wahrheit. Das entspricht auch dem Mondhaus heute. Und natürlich ist es auch wichtig, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren und die Verlangen nach Anerkennung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben zurzeit wichtige Themen und das bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Die Löwengeborenen bringen ihren Finanzen gerade in Ordnung. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit und in die Liebepartnerschaft kommt auch alles in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen, hier bewegt sich die Liebesplanet Venus, also ist wichtiger Thema. Gerade die Liebepartnerschaft hat einen guten Einfluss von Mars, also Glück in die Liebepartnerschaft, aber eine gewisse Spannung vom Mond. Das kann die Unsicherheit sein oder Angst von dieser Beziehung oder Angst verlassen zu werden. Und das ist nicht klug, gerade über Gefühlen sprechen, eher zurückhaltend sein. Das ist nicht der richtige Augenblick dafür. Die Jungfrau Geborenen können damit rechnen, dass ein Besuch kommt oder eine Einladung, ein Fest in Umgebung oder eine kleine Reise, kleinere Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen. Die Wohnsituation ist auch sehr wichtig. Das heißt, entweder ziehen sie zurück und genießen ihren eigenen Zuhause oder verändern etwas im wohnlichen Bereich. Ein Umzug ist auch möglich. In die Liebepartnerschaft kommt alles in Ordnung. Ein Gespräch kann unangenehm sein und Sie sollen keinen Vertrag unterschreiben. Aber Sie befreien von etwas und das schenkt momentan Leichtigkeit bei die Waagegeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie, aber sie zweifeln an sich selbst. Ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen bringen das in Tat, also kommt auch die Anerkennung und auch die Selbstsicherheit. Kinder spielen gerade auch eine Rolle bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützegeborenen, die haben gerade Möglichkeiten, beruflich etwas verbessern. Und sie sollen diese Möglichkeiten auch nützen. In die Liebepartnerschaft fühlen die Schützengeborenen etwas unsicher. Was auch wichtig ist, im inneren Gleichgewicht bleiben. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft, und sie haben Glück in die Liebe.
Es ist auch möglich, dass jemand kehrt von Vergangenheit zurück und kommt zu einer Versöhnung. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen kümmern um die Finanzen und kümmern um die ämtlichen Sachen. Das kann ein Erbschaft sein oder Finanzamt oder Versicherungen oder Bank, Terminen in diesen Ämtern und sie regeln etwas. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtig eine Reise. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Sie sollen intuitiv handeln. Die Liebepartnerschaft spiegelt etwas gerade bei den Fischengeborenen und sie sollen in diesem Spiegel schauen. Nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, die Kontakt suchen oder Gefühlen zu zeigen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig eine berufliche Anerkennung oder Erfolg und sie werden beruflich gerade wahrgenommen. Sie wissen nicht, welche Richtung sollen ihren Kraft einsetzen. Wenn das zu viel ist, dann fühlen sich die Wiedergeborenen kraftlos. Ein Gespräch kann unangenehm sein. Es ist auch möglich, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Sie können mit Überraschungen und Veränderungen rechnen und es dreht sich alles und geht momentan in eine ganz andere Richtung als geplant. In die Liebepartnerschaft haben die Stiergeborenen Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen erfahren die Wahrheit. Etwas kommt ins Licht. In die nächste Zeit können die Zwillingsgeborenen mit beruflichem Erfolg und Anerkennung rechnen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte schnell diese E-Mails. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.